Das kommende MMORPG New World bekommt Dungeons, beziehungsweise nennen sich die instanzierten Bereiche mit allerlei Bossen und reichlich Loot hier dann Expeditionen. Wie sich diese neuen Expeditionen so spielen und anfühlen, das durfte ich für euch bereits einmal austesten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Preview-Video zu New World. Nach dem Playtest im letzten Jahr im August, ist ja doch schon eine Weile her, muss man sagen, wurde recht deutlich, dass New World sich zwar genial spielt, für eine Wandlung des Spiels von einem PvP-Fokus, der ursprünglich angedacht war, hin zu deutlich mehr PvE, ja, da fehlten dann aber doch einige Inhalte. Und genau in diese Entwicklung dieser Inhalte floss zuletzt die zusätzliche Entwicklungszeit. Bereits vor einiger Zeit konnte ich euch mit Reekwater beispielsweise ein neues Gebiet mit reichlich Endgame-Inhalten vorstellen und das Fischen als neuen Beruf. Das Video hierzu könnt ihr euch auch oben über die Infokarte anschauen. Einfach auf das i oben rechts in der Ecke klicken und ihr könnt direkt rüberhopsen. Drei neue Waffen wurden zudem in der Zwischenzeit ins Spiel gebracht und das Crafting wurde auch komplett überarbeitet, sodass man jetzt deutlich stärkere Waffen und Rüstungen herstellen kann und die dann auch teilweise die auffindbaren Loot-Rüstungen und Waffen übertreffen sollen. Das soll dem Crafting dann mehr Gewicht bringen und es eben deutlich wertvoller machen. Auch die Quests wurden überarbeitet und werden jetzt mit einem schicken Voice-Over präsentiert. Für den einen oder anderen ist das vielleicht relativ unwichtig, ich finde das aber eine ganz entscheidende Neuerung. Die Lore hinter New World ist durchaus spannend und diese dann auch atmosphärisch erzählt zu bekommen, das finde ich ist eine wirklich tolle und wichtige Sache, eine schöne Neuerung. Aber es fehlte eben noch der für mich persönlich wirklich wichtigste PvE-Inhalt in MMORPGs. Das sind eben jene Dungeons. Entsprechend war ich echt doppelt glücklich, als mich Amazon Games zu einem Presseevent eingeladen hat und ich dort dann jetzt für euch die neuen Expeditionen schon mal in Augenschein nehmen durfte. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle dafür. Ist echt eine klasse Sache gewesen und hat mega Laune gemacht. Wie immer bin ich in meiner Meinung allerdings nicht beeinflusst oder habe irgendwelche Vorgaben bekommen. Ich habe auch kein Geld für dieses Video erhalten. Insofern kann ich hier frei Schnauze über meine Erfahrungen reden. Aber eben, wir konnten exklusiv schon mal einen Blick auf das werfen, was da künftig auf uns alle zukommt. In der aktuellen Testversion sind bereits zwei Expeditionen integriert und viele weitere sollen da natürlich noch folgen. Neben einer, die eher im Endgame angesiedelt ist, namens Garden of Genesis, gibt es mit der Amrine Excavation eine, die im Early Game zu finden ist und bereits mit Charakter Level 25 angegangen werden kann. Expeditionen werden dabei für 3 bis 5 Charaktere des jeweils vorausgesetzten Levels gebalanced sein und eine durchaus knackige Herausforderung liefern. Zudem erzählt jede Expedition eine Geschichte, treibt die Lore der Welt voran und liefert einige versteckte Hinweise, was denn da noch so alles verborgen ist. In der Amrine-Ausgrabungsstätte, die wir hier im Playtest dann auch besuchen durften, kann man beispielsweise tiefer in die Geschichte der Ancients, also der Uralten, eintauchen, die diese Welt bereits vor uns besiedelt hatten. Nach einer recht kurzen Vorbereitungsphase, in der ich mich für viel Leben, viel Stärke, die sehr schwerfällige Plattenrüstung und eine mächtige Zweihandaxt entschieden habe, sowie dann irgendwie mal eben schnell ein paar Skills zusammengeklickt habe, da ging es dann auch schon mit 5 Level 30 Charakteren los. Wir waren also mit Level 30 so ein bisschen stärker ausgerüstet, als das für die Expedition vorgesehen oder, sag ich mal, mindestens vorausgesetzt war. Kleine, aber feine Notiz am Rande, die Expeditionen sind physisch auf der Map vorhanden und nicht nur in irgendwelchen Groupfinder-Menüs zu finden, wie es mittlerweile leider in sehr vielen MMORPGs Mode geworden ist. Es ist also vermutlich zu erwarten, dass es Questreihen, vermutlich optionale Sidequests gibt, zu denen dann diese Expeditionen gehören und die einen dann dorthin vor Ort führen. Nach einem recht kurzen Ladebildschirm ging es dann auch gleich zur Sache und für mich als, Kack-Noob, wurde dann relativ schnell klar, wie viel man in Sachen Steuerung und Kampfsystem seit dem Playtest im August dann doch vergessen kann. Aber Spaß machte es mir trotzdem direkt.
Zugegebenermaßen waren die Gegner allerdings nicht sonderlich abwechslungsreich. Wir hatten es mit rund einer Handvoll oder knapp mehr verschiedenen Typen zu tun. Die kamen dann auf uns zu in immer unterschiedlichen Kombinationen. Aber neben diesen lockerflockig zu erledigenden Trash-Mobs, die man immer kennt in Dungeons, waren auch einige echt härtere Brocken dabei. Und nochmal an der Stelle die Erwähnung, es ist der Anfänger-Dungeon mit Level 25 und dafür ging es echt schon gut rund. Andere MMORPGs, die ich so bisher gezockt habe, gehen da deutlich seichter rein und bringen einem die Dungeons ein wenig freundlicher näher. Aber mir gefiel das, dass es gleich ein bisschen knackig war. Mal musste man beispielsweise Nester zerstören, die dann für ewige Respawns sorgten. Mal kamen besonders starke Gegner auf uns zu, die wir beseitigen mussten. Ansonsten haben die auch relativ schnell für brenzlige Situationen innerhalb der Gruppe sorgen können. Auffällig war, dass eine ursprüngliche Schwäche von New World scheinbar richtig gut angegangen wurde. Die Charaktere hatten alle eine Rolle. Man konnte Tank-Skills einsetzen. Gut zugeben, bei uns war das alles eher so ziemlich vogelwild. Und wir hatten aber auch, das muss man zur Verteidigung sagen, keinen Voice-Kanal zur Absprache oder so zur Verfügung. Wir kannten uns alle nicht, wie wir in der Gruppe dann einfach losgegangen sind. Und auch hier sei vielleicht auch nochmal das Stichwort Kacknoob erwähnt, ja. Aber der Heiler hatte einige echt starke Support-Zauber parat, der Magier agierte aus der Entfernung. Ja, und ich wirbelte halt irgendwo planlos mit meiner Axt umher. Hat aber Spaß gemacht. Einige kleine Rätsel gab es dann dabei auch zu bewältigen. Zum Beispiel hatten wir Schalter, die man an verschiedenen Orten gleichzeitig betätigen musste. Die Gruppe wurde dabei also etwas auseinandergerissen und verteilte sich in den Räumen. Und das Ergebnis war dann natürlich, dass ich nach dem Schalter gleich eine Art Miniboss am Hintern kleben hatte und ihn irgendwie zur Gruppe zurückbringen musste. Das war nice. Richtige Bosse gab es aber natürlich auch. Das Kampfsystem von New World sorgt dafür, dass hier dann allerdings doch so ein bisschen Hektik aufkommt. Zumindest für mich war es extrem schwer zu überblicken, welche Angriffe der Boss jetzt gerade raushaut, wohin man sich gegebenenfalls in Deckung bringen kann oder wie man einen Block timen sollte. Es ist alles echt verdammt schnell. Man bekommt auch nicht wie in vielen anderen MMORPGs irgendwas Hübsches auf den Boden gezeichnet, was einen darauf hinweist, dass hier gleich was passiert. Insofern könnte man vielleicht bei den Bossmechaniken noch ein bisschen nachbessern, das ein bisschen intuitiver machen oder so. Ich habe aber selbst jetzt nicht die hundertprozentige Idee, wie es aussehen müsste. Vielleicht muss ich auch einfach nur mehr zocken und erkenne dann mit etwas mehr Ruhe dahinter auch mehr in den Kämpfen. Der Loot hielt sich noch ein bisschen in Grenzen, war nicht übermäßig gut. Man wurde damit jetzt nicht zugeschmissen wie in irgendwelchen Action-RPGs. Allerdings kam beim Zwischenboss dann doch schon eine recht schicke Rüstung bei rum. Und jeder Spieler hat zudem, wie in New World üblich, seinen eigenen Loot. Es gibt also kein Gezanke darum, wer zuerst die Kisten öffnet oder lootet und dergleichen. Der Endboss war dann nochmal eine richtig harte Nuss. Recht starke Adds spawnten in hoher Frequenz, sodass man hier gezwungen gewesen wäre, einen Charakter abzustellen, der die Adds wegtankt, während der Damage-Dealer dann den Schaden draufhaut. Und der Haupttank, der hätte so lange am besten mit dem Boss ein bisschen Gassi gehen sollen. Soweit die Theorie. Bei uns hat das natürlich absolut vorbildlich funktioniert. Habe ich schon das Wort Kacknoob erwähnt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ergab sich so eine richtig, richtig gute Gelegenheit für die Wissenschaft, einmal das Sterben in Dungeons in Augenschein zu nehmen. Liegt man einmal flach, kann man durch Mitspieler aufgewischt werden. Liegt man dann nochmal am Boden, wird man freundlich, aber bestimmt nach draußen gebeten und muss vor der Tür des Bossraumes warten. Hier persönlich, finde ich zumindest, wäre es schöner gewesen, wenn man dann wenigstens den Kampf aus der Sicht der anderen noch miterleben dürfte, also sozusagen in die Perspektive der Mitstreiter wechselt oder aber wenigstens eine Gittertür hätte, damit man durchschauen kann. Ich bin noch neugierig, verdammt.
nach einem unausweichlichen Gruppenvibe und einem weiteren sehr streng wissenschaftlichen Auftritt meinerseits ist dann auch der Endboss Geschichte. Ich wollte euch natürlich nicht den Kampfverlauf spoilern und habe stattdessen die hervorragende Architektur der Tür für euch inspiziert. Echte Wertarbeit, kann ich sagen. Kleines Detail, es ist echt lustig, die Schreie der Gruppe durch diese Tür hindurch zu hören. Da drin ging es, glaube ich, ganz gut rund. Was ist also das Fazit nach rund 40 Minuten Playtest im ersten Dungeon bzw. der ersten Expedition? Ich denke, das wird definitiv Spaß machen. Die Gewölbe sehen sehr schick aus und ich glaube, es wird in den anderen Expeditionen auch reichlich Abwechslung geben, was die Umgebung betrifft, was die Monster betrifft und natürlich auch was die Bosse betrifft. Der Schwierigkeitsgrad war zumindest für ungeübte Spieler wie mich bzw. uns in der Gruppe schon durchaus knackig, aber genau so soll es ja auch sein. Ich finde Dungeons und Raids und dergleichen sollten einfach der ultimative PvE-Inhalt in diesen MMORPGs sein, erst recht, wenn es dann ins Late-Game geht. Stichwort Raids, hier konnte man den Entwicklern jetzt nichts entlocken, ob eventuell auch geplant ist, später noch Raids oder andere Aktionen einzubauen, wo mehr als 3 bis 5 Spieler gebraucht werden, wo man dann also zu 10, 15 oder wie viel auch immer losgehen muss, um richtig große Bosse oder richtig große Dungeons dann eben zu meistern. Vielleicht kommt da auch noch etwas. Meine persönliche Vermutung ist, dass das vielleicht etwas ist, was nach Release dann reingepatcht wird, wahrscheinlich dann auch eben entsprechend ins Endgame. Aber das ist jetzt eine Vermutung, da habe ich keinerlei Informationen vorliegen. Auf jeden Fall hat das Spiel mit der Rollenverteilung, wie sie jetzt integriert ist, mit den Skills, wie sie drin sind, mit den verschiedenen Waffen und jetzt eben auch mit den Boss-Mechaniken, die wir gesehen haben, absolut das Potenzial, auch sehr, sehr genialen Raid-Content zu liefern. Und ich hoffe einfach, dass der dann auch kommen wird. Insgesamt musste man in den Expeditionen bereits als Gruppe recht gut miteinander kommunizieren. Das war bei uns jetzt natürlich ein bisschen erschwert. Und jeder musste so seine Rolle auch ein bisschen erfüllen und überhaupt erstmal annehmen bzw. kennenlernen. Und dieses Oldschool-Feeling, nenne ich es mal, wie man es aus anderen MMORPGs kennt, gepaart mit dem sehr modernen und verdammt flotten Kampfsystem, lässt New World wirklich schon aus der ganzen Masse an MMORPGs herausstechen. Die Expeditionen sind in meinen Augen ein verdammt wichtiges Feature, welches erfreulicherweise scheinbar doch sehr gut umgesetzt wird. Und ich denke, so kann das was werden. Und die längere Entwicklungszeit, die es ja mittlerweile dann auch schon bekommen hat, wurde anscheinend dann auch recht gut genutzt. Im Juli dann wird die Closed Beta zu New World starten und für den 31. August ist der Release dann angedacht. Bis dahin werden sicher noch einige neue Inhalte kommen, die ich euch natürlich vorstellen werde, sobald ich wieder die Gelegenheit dazu erhalte. Das würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich dann wieder mit an Bord bin und euch was zeigen darf. Und selbstverständlich sind wir dann in der Beta und erst recht zum Release dann wieder am Start. Also einfach ein Abo hier dalassen und nichts verpassen. Ebenso möchte ich dich natürlich sehr herzlich dazu einladen, auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen und bei den Livestreams, die immer dienstags, donnerstags und freitags um 20 Uhr sowie montags um 14 Uhr stattfinden, da dabei zu sein und reinzuschauen. twitch.tv/koyaletsplay oder einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen. Würde mich freuen, dich dann dort auch entsprechend zu sehen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und für einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, ciao.